Ich habe jetzt Lust auf Nachtisch. Wir haben doch nicht mal die Hauptspeise gegessen. Und außerdem habe ich mehr Bock auf was Herzhaftes. Naja, wie wär's dann mit beiden? Süß und herzhaft? Jetzt komm aber nicht wieder mit Pommes und Nuss-Nougat-Creme. Das war ein sehr gutes Experiment und ich finde, wir sollten auch noch dranbleiben. Aber diesmal wird's was anderes und es wird auch von Haus aus besser. Versprochen. Na gut. Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Wir machen heute leckere Schupfnudeln mit Vanillesoße und Beeren obendrauf. Und es wird auch eine ganz, ganz schnelle Nummer. Deswegen legen wir direkt los, denn es wird köstlich und schnell. Schupfnudeln mag ich gerne. Aber zuerst brauchen wir die Soßen. Okay, okay. Ich habe hier eine Beerenmischung und die schmeißen wir jetzt in den Topf, damit die ein bisschen auftaut und geben auch noch einen Esslöffel Zucker dazu. Außerdem wird sowieso empfohlen, Tiefkühlbeeren immer zu kochen. Außerdem mag ich warmen Beerenkompott. Oh ja. Ich mach dir einfach schon mal einen Esslöffel rein. Danke. Flöpp. In der Zwischenzeit haben wir hier Speisestärke. Und davon geht hier ein Teelöffel rein. Und dann rühre ich das auf mit einem kleinen Schuss kaltem Wasser. Mit dem kleinsten Schneebesen der Welt. Da kommt nämlich rein Milch. Milch. Aha. Milch. Zucker. Vanillepaste, denn es wird ja eine Vanillesoße. Hast du viel Schupfnudeln früher gegessen? So viel. Es gab, also lustigerweise gab es so eine Phase, wo es das einfach oft gab. Also süße Schupfnudeln vor allem, mit Zucker, aber auch mit Zwiebeln. Und ich habe das als Kind richtig gerne gegessen. Und ich glaube, als Teenie hat sich es dann irgendwann ein bisschen verloren, weil wir es dann einfach nicht mehr so oft hatten. Bei mir gab es das nie. Ich habe das auch super spät erst kennengelernt. Ich glaube, da war ich schon erwachsen. Was? Ja. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr das schon als Kind gegessen oder esst ihr es jetzt erst oder kennt ihr gar keine Schupfnudeln? Ja, und schreibt mal auf, wo ihr herkommt. Vielleicht ist das eine regionale Sache. Das kann sein. Das ist schon fertig, weil wir wollen ja noch ein bisschen die Strukturen der Beeren erhalten und nicht nur Matsch haben. Ja, eine schön leckere Soße. So, wir warten jetzt hier, bis das heiß wird und dann kippen wir unsere Stärke dazu und dann, wisst ihr, wie beim Pudding, dickt das an, dann haben wir eine Soße. Bilden mit Felix. Soll ja kein Pudding werden, sondern Soße. Aber Pudding wäre auch gut. Pudding wäre sehr gut. Ja, während du da noch Soße machst, kann ich ja schon mal die Nudeln reinwerfen. In die Pfanne werfen wir einen Esslöffel Butter. Bonk. Riecht jetzt schon gut. Ja. Milch und Vanille, immer geil. Das wird jetzt hier gleich anfangen zu kochen. Das heißt, die Stärke kann jetzt dazu. Da blubbert's schon. Und Stärke dazu. Blub. Fertig. Gut, warum hast du eigentlich diesen winzigen Rührstab? Weil ich's witzig fand. Okay. So, die Butter ist hier auch geschmolzen. Dann werf mal die Schupfnudeln rein. Mein Besen ist reingefallen. Das war natürlich nur ein Vorwand, um jetzt die ganze Soße abzulecken. Na klar. Deswegen benutzt man das, weil der passt komplett in den Mund. Zu den Schupfnudeln kommen jetzt noch Mohn. Mohn, auch eine geile Sache. Kenne ich normalerweise immer nur bei Germknödeln. Germknödel, ja, haben wir auch schon gemacht. Findet ihr hier oben so lecker. Auch mit Vanillesoße. Auch völlig unterschätzt Mohn. Ist so. Ja. Vor allem Mohn. Habe ich auch früher immer gesammelt. Also es gab diese normalen, nicht essbaren Mohnblumen bei uns im Wingert immer. Und ich fand es immer voll geil, diese Kapseln zu sammeln, wo dann diese, eben der Mohn drin war. Und dann konntest du den so schütteln. Habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Ja, weil in Berlin wächst maximal eine wilde Mohnblume auf so einem grünen Seidenstreifen zwischen dem Müll. Und dann ist sie auch schon weg. Ja. Was nicht weg ist, ist Zucker. Das kommt hier nämlich noch dazu. Geil, der Geruch von Butter und Zucker ist einfach King, ne? Muss man sagen. Ja, kommt auf jeden Fall nach Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch. Oh ja, aber im Süßbereich. Ja, ist schon gut. Aber Vanillemilch fand ich auch gerade richtig lecker. Ja. Die bratet ihr jetzt so lange, bis sie ein bisschen Farbe bekommen und dann direkt auf den Teller. Genau, das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir in einem Schnelldurchlauf anrichten und dann probieren wir schon. Yes! Yes! Es sieht nicht nur traumhaft aus, es ging so unglaublich schnell. Ja. Und jetzt geht's auch ganz schnell in meinen Mund. Alles rein. Guten. Und der Frucht zusammen. King. Also diese leicht salzigen Schupfnudeln, die aber so ein bisschen knusprig sind. Vanillesoße und dann die süß-sauren Früchte.
kommt alles super zusammen. Ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Es ist super lecker. Also ich habe nur was in meinem Mund hinzuzufügen. Das mache ich jetzt. Und ihr könnt in der Zwischenzeit noch weitere Videos von uns angucken. Zum Beispiel den Germknödel. Auch köstlich. Oh ja. Oder unseren Skillet-Cookie. Auch sehr gut. Vergesst nicht zu abonnieren. Glocke. Tschüss. Tschüss.